Hallo, willkommen zurück, Freunde, auf meinem Kanal De Pfleger Fotografie, Tag 2 vom Schliersee. Wir sind auf dem Weg zum Josefsthaler Wasserfall. Der Stefan ist auch schon wieder mit dabei und meine zwei Kids auch. Und wir wollen den heute mal ein bisschen in Szene setzen und fotografieren gehen. Und wenn euch das interessiert, dann gilt wie immer, bleibt einfach dran. Lasst jetzt schon einen Daumen nach oben da. Account aktivieren, Glocke an und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spielchen. In dem Fall, wir sehen uns nach dem Intro. So, inzwischen sind wir an den Wasserfällen angekommen. Ich habe auch schon die ersten Bilder im Kasten so aus der Hand mal fotografiert. Ich denke, wir werden uns jetzt einen Spot suchen, aber der Stefan hat da schon ein paar Ideen. Auf den werden wir jetzt gleich hören und werden uns da mal ein bisschen beraten lassen, was der Stefan so vorschlägt. Hier am Spot, das ist schließlich der Profi hier vor Ort. Und wir schauen dann gleich mal, was die Bilder machen. Aber hier ist momentan auch viel Betrieb, ist also nicht ganz so einfach, ein Bild ohne Personen im Vordergrund hinzukriegen. Von dem her schauen wir jetzt einfach mal, was wir da hinkriegen. Aber ich habe schon auch schon ein paar Perspektiven selber entdeckt und auch die werde ich jetzt gleich einblenden. Bleibt also weiterhin dran. So. Hier ist natürlich jetzt schön glitschig und glatt. Jetzt hat es hier vorhin schon zwei reingeschlagen. Deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Bietet sich sowieso immer an, bei den Wasserfällen da vorsichtig zu sein. Oh, Drohnen sind auch schon wieder unterwegs. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, erstmal hier den Wasserfall aus der Mitte zu fotografieren. Begleitet werde ich natürlich wieder von meiner Canon R6 Mark II, von meinem Sigma 2470. Ah, der Stefan kommt auch. Von meinem 2470 und von meinem Rollei-Stativ. Wir werden das Ganze jetzt hier aufgrund vom Lichteinfall und vom Wetter werden wir das Ganze ohne Verlauffilter machen, weil wir kriegen hier eine Verschlusszeit hin von 0,4 bis 0,8 Sekunden. Das reicht in den meisten Fällen, wie ich es euch bei dem ein oder anderen Wasserfall auch schon gezeigt habe. Das reicht in den meisten Fällen, um das Wasser verwischen zu lassen, um es traumhaft aussehen zu lassen. Also erster Spot hier, mittig, zentral und nachher werden wir mal noch gucken, ob wir die Wurzeln dort vorne noch mit ins Bild bringen oder rechts vom Wasserfall. Auf jeden Fall auch noch ein Stück weiter hinten vom Wasserfall und das nehmen wir auf jeden Fall heute auch noch mit. Wir toben uns hier jetzt auf jeden Fall mal aus, der Stefan und ich. Also bleibt einfach dran. Thank you.
Hört euch mal dieses Rauschen an, der Wasserfall. Wunderbar, einfach schön, wie der so in die Tiefe stürzt. Und hier hat es echt einen Arsch voll Perspektiven. Also, wem hier langweilig wird, der macht was falsch. Ich kann euch nur raten, fahrt mal an den Josefsthaler Wasserfall. Der ist wirklich sehr, sehr fotogen. So, der nächste Bildausschnitt, den ich gerade gewählt habe, ist hier der Baumstamm und den lasse ich jetzt, seitwärts vom Bildausschnitt reinlaufen und nehme den mit als führende Linie von der Seite rein. Und damit ihr das mal seht, kommt mein Kameramann jetzt drüber und zeigt euch mal den ungefähren Bildausschnitt hier, diesen langen Baumstamm. Ihr seht den hier, der lange Baumstamm, der dann vorne ins Bild reinläuft. Auch eine ganz tolle Bildkomposition. Und was natürlich auch nicht fehlen darf als Bildkomposition, wenn hier schon vorne so eine schöne Wurzel liegt, dann müssen wir die auch mitnehmen und die Wurzel auch schön in Szene setzen. Auch die Bilder reiche ich jetzt gleich ein. In dem Fall viel Spaß dabei. So, getreu dem Motto, Vordergrund macht Bild gesund, bin ich jetzt noch auf die rechte Seite gegangen und habe hier unten ein bisschen Wurzelwerk gefunden. Da muss ich aber richtig bodennah fotografieren, sodass ich Stativ komplett weggelassen habe und habe mir jetzt eine Vorrichtung gebaut mit Steinen, damit ich dort die Kamera auflegen kann und besser fotografieren kann. So, was natürlich auch noch mega cool ist, damit man ein besseres Feeling für den Wasserfall kriegt, habe ich jetzt gerade meine Kamera auf meine Hand gelegt, ins Wasser rein und habe sie so nach oben gedrückt und habe das Wasser so unter der Kamera durchlaufen lassen und den Wasserfall richtig groß mit 14 mm aufgenommen. Ein Top-Bild. Ich find's geil. Viel Spaß. So, und damit ihr nicht denkt, ich bin den ganzen Tag alleine unterwegs, da ist der Stefan, voll im Workflow. Schön die vordere Stufe hier mit einfangen und den Wasserfall im Hintergrund. Sehr schönes Bild. Oh, und natürlich auch noch zwei Liebende. Natürlich, wie es am Wasserfall sich gehört. Mega gut hier. Ein Spot, der sich richtig lohnt, unbedingt mal besuchen gehen.
Ja, liebe Freunde, wir haben uns jetzt mal ein bisschen zurückgezogen in den Hintergrund. Hier hinter uns ist eine schöne kleine Kapelle. Die Josefsthaler Wasserfälle haben wir hinter uns gelassen. Heute Abend geht es noch an einen anderen Spot, aber das darf der Stefan gleich verraten, denn der hat es organisiert. Und das kommt dann in Part 4. Aber erstmal vielen, vielen Dank, Stefan, für den tollen Spot heute. Und war richtig mega cool, aber wir haben gesehen, ein paar sind auch ins Wasser gefallen, die Steine sind arschglatt. Ja, es ist tatsächlich nicht ganz ungefährlich, aber es ist halt ein traumhafter Sport. Ich fand es super, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Und du hast gesehen, wir haben ja einige Zeit da oben verbracht und da gehen einem die Motive wirklich nicht aus, ne? Nee, definitiv. Also es ist wirklich ein mega Top-Tipp. Und es ist im Stefan sein Homespot und er hat auch schon gesagt, ich darf nicht mehr machen, denn sonst nehme ich ihm die Motive weg. Aber auch das gehört leider zum Fotografieren dazu. Wir haben es vorhin auch schon besprochen, man wird irgendwann motivblind. Also lasst euch da nicht ärgern und abschrecken, vom rauszugehen und fotografieren zu gehen. Denn man, wie gesagt, man wird irgendwann motivblind. Und es ist nie schlecht, einen zweiten Mann mit dabei zu haben, auch der, wo an dem Spot noch nie war, der euch einfach mal neue Motive zeigt. Absolut. Und das haben wir ja heute gesehen. Es ist mega spannend zu sehen, dass du wieder einen ganz anderen Blick auf das Motiv dann hast. Ja, genau. Also ich denke, die Bilder sprechen für sich. Auch im Stefan sein Instagram-Account blende ich gerne hier unten mal ein. Die Lichtbildmanufaktur. Direkt am Schliersee, auch ein Mitarbeiter vom Schliersee-Magazin, vielleicht auch da mal reingucken, ist bestimmt interessant. Und wenn ihr Urlaub machen wollt am Schliersee, gibt es auch hier echt tolle Vorschläge im Schliersee-Magazin, was ihr so alles machen könnt hier, Ausflugstipps und so weiter und so fort. Und ansonsten, ja, wir sehen uns heute Abend. Genau. Genau, du wolltest noch wissen, was es für ein Spot ist. Ja, richtig. Also, es gibt am Ende des Schliersees ein Ufer, wo ganz viele Bootshäuser stehen. Und wir haben heute Abend die Möglichkeit, Sonnenuntergangsfotos von einem der Bootshäuser auszumachen, wo du ganz exklusiv dann auch noch mal ein paar Motive sicherlich haben wirst. Das hört sich auf jeden Fall super an. Aber das ist Part 3 der Geschichte. Ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche dann wieder mit dabei vom Bootshaus mit dem Stefan und mit mir. Und ich würde sagen, falls euch das Video vom Josefsthaler Wasserfall gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, schaltet die Glocke ein, dass ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Der Stefan ist schon Follower, danke dafür auch mal. Und in dem Fall, falls auch ihr mal einen Tipp habt für mich, wo ich hinkommen soll, wo ich mit euch eventuell mal fotografieren gehen kann, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare oder schreibt mich an. Ich komme euch gerne mal besuchen, wenn es meine Zeit zulässt, mit 4 Kindern und ein paar Hobbys. Und auch nebengewerblich als Fotograf unterwegs ist nicht immer ganz einfach. Aber man sieht es, ich mache es ab und zu möglich. Und dann vielleicht auch bei euch in eurer Nähe. In dem Fall, wir sehen uns nächste Woche beim Bootshaus am Abend. Dort machen wir uns jetzt hin und genießen noch ein bisschen die Mittagssonne. Oder, Stefan? So machen wir das. Alles klar. In dem Fall, los geht's. Ciao. Ciao.